Heute machen wir mega knusprige vegane Blumenkohlschnitzel. Dazu benötigen wir einen Blumenkohl, Mehl, Paniermehl, Salz, Pfeffer und einen Schuss Zitronensaft. Zuerst schneiden wir die Schnitzel aus dem Blumenkohl. Je nach Struktur des Blumenkohls erhältst du mehr oder weniger ganze Schnitzel. Je besser die Röschen mit dem Strunk verbunden sind, desto stabiler die Blumenkohlschnitzel. Ich habe aus meinem kleinen Blumenkohl 3 Schnitzel bekommen und viele kleine Nuggets. Zudem ist auch noch etwas Krümelkram entstanden, den man zum Beispiel für Salate verwenden kann. Als nächstes werden die Blumenkohlschnitzel für ca. 3-4 Minuten in kochendes Salzwasser gegeben. Dabei sollten sie nicht zu weich werden, sodass sie ihre Stabilität behalten. Hole nun den Blumenkohl vorsichtig aus dem Wasser und lass die Schnitzel etwas abkühlen. Währenddessen stellst du die Panade her. Mische dazu das Mehl mit etwas Wasser und würze es anschließend mit Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Als nächstes tauchst du die Blumenkohlschnitzel zuerst in die Mehlpanade und anschließend ummantelst du sie mit dem Paniermehl. Nach dem vollständigen Panieren bleibt ein klumpiges Paniermehl zurück, welches du einfach sieben kannst und zurück in die Tüte gibst. So kommt nichts um. Anschließend gibst du zum Braten etwas Öl in eine vorgeheizte Pfanne, platzierst die Blumenkohlschnitzel und wendest sie, sobald sie goldbraun angebraten sind. Mmh, so schön knusprig! Wenn du magst, kannst du die Schnitzel nun mit etwas Petersilie und Zitronen servieren.